Welcome back. In einer wunderschönen neuen Folge Pokémon Purpur. In der letzten Folge hatten wir ein großartiges FM-Training. Und wir haben jetzt ein wunderschönes Uafnir. Ich liebe es. Ja, voll schön. Jetzt haben wir ein gutes Team. Fehlen noch ein paar gute Attacken und so weiter. Und ja, das ist es eigentlich. Und wir kämpfen jetzt auch direkt gegen dich hier. Wer bist denn du? Hm? Hallo? Hast du mich angesprochen, weil du dachtest, ich würde mit Drachen-Pokémon kämpfen? Ja. Ja. Eigentlich schon. Drachen-Profi-Sigrid. Schlappwill. Das ist ein Drachen-Pokémon. Oh, zu Glades. Oh, ich habe so coole Pokémon jetzt. Geil. Nitro-Ladung, bitte. Das ist ja großartig. Musste das jetzt wirklich sein? Okay. Flammensturm. Nein, vergiss es. Ich one-hit dich jetzt. Tschüss. Was? Nitro-Ladung. Feierabend. Kackvieh. Fantastisch. Selber schuld. Recht gehabt, ich kämpfe wirklich mit Drachen-Pokémon. Ja, aber wie halt? Komplett feige und dumm. So, also hier haben wir auf jeden Fall einen Weg rein in diesen Wald. Wir müssen irgendwie nach rechts nämlich kommen. Aha, der Schmierhain ist das hier wieder. Was bist du? Sproxy? Wir brechen die Frames zusammen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, finde ich. Es ist uns hier schon mal abgestürzt, das Spiel auch. Wir müssen hier echt aufpassen. Na nö. Oh nein, nicht die Kackviecher. Ugh. Bämon. Ugh. Lernen, ich will lernen. Dann lernst du mal mit einem Kampf zurechtzukommen. Du bist doch ein Akademie. Nein. Christoph. Oh, ein paar Punga. Dein Pech. Ja, ups. Oh, drei Pokémon. Ha. Kamera ist wieder Arsch. Lass mich sie halt hier. So, das war Nummer 1. Pupita. Ha. Na gut. Delfinator, wie wär's? Gut gemacht. Komm zurück. Delfinator. Ha. Wir brauchen ja auch keine Helden. Geschichte. Wir machen es einfach so kaputt. Düsenhieb. Perfekt. So. Nachtara? Wow. Nich. Affiti. Du bist dran. Aha. Uff. Zack. Schön. Lebensschuss. Das war ein Volltreffer. Dein Scheiß Ernst. Also, begeistert bin ich jetzt nicht an der Stelle, Gifty. Besser. Und Säurespeier bitte. Danke. Guter Kampf. Gut. Also, wie ist es jetzt eigentlich? Man kann also auch außerhalb des Klassenzimmers was lernen. Ja, so korrekt. $5000, wow. Wie genau... Was? Wie kommen wir jetzt dahin, wo wir hin müssen? Was ist da vorne schon wieder? Außer eine TM. Nein, nicht dein Ernst. Oh, Dunkelklaue, geil. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Ein Affiti mit Terra-Typ. Okay, welches? Käfer?
Ein Käfer-Affetti. Na, großartig. Ist, boah, wäre schon geil eigentlich, leider. Oh, Giftstreich. Oh, oh Mann. Ja, cool wäre das schon. Ah. Ich fang's. Mann, Mann, Mann. Ja, wäre schon cool. Hey, so kommen wir nicht weiter. Oh lala, wie viel Erfahrung. So. Wir müssen hier raus. Oh, süßer Apfel. Hey, können wir einen Knapfel entwickeln? Es muss doch hier irgendwo zum Scheiß Versteck gehen. Das gibt's doch nicht. Watermarks, okay. Was ist hier? Moment mal. Hä? Was ist hier los? Moment. Strauchler, okay. Oh Mann, da oben? Wie zum... Lawine. Also was zum Fick ist hier los? Hat uns gefreut, also halt die Ohren steif und hasta la vista. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die Team Star verlassen haben. Operation Stardust? Herausforderung? Dafür nehmen wir zum ersten Mal. Aber wir stehen auch nicht mehr in Kontakt mit denen, die das Sagen haben. Trotzdem schön, dass du bei uns vorbeischaust. Ist zwar nicht viel, aber hier hast du ein kleines Willkommensgeschenk. Sportkappe ist da. Ah! Lustig. Aber... das ist nicht der Weg. Wie zum Fick? Ey, wir sind ja voll abseits. Wie kommen wir denn da hoch? Lass mich raten, man kommt da noch nicht hin. Man kommt da noch nicht hin, nicht wahr? Ja, es ist Absicht, man kommt da noch nicht hin. Oh, nee. Warum? Also hier kommen wir noch nicht hin und bei der Psycho-Arena kommen wir noch nicht hin. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als tatsächlich hier hinzugehen. Pfad der Legenden. Ja, wir brauchen nochmal den Herrscherorden, damit wir jede Fähigkeit haben. Was ist hier noch? Straße der Sterne, ist das so? Hier ist eine Arena, was ist hier? Hier ist auch noch eine Arena und hier ist Straße der Sterne. Okay. Boah, das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Man kommt da also wirklich nicht hin? Nee, das ist viel, viel, viel zu hoch. Oh, da ist ein Tanzer. Ah ja. Ah. Mist. Ein verwehrter Pfad. Naja. Ich hole mir jetzt das Tanzer, wenn es mich lässt. Gut. Nestball. Wobei, so ein niedriges Level hat es auch wieder nicht. Okay. Na gut. Tanzer gefangen. Auch okay. Mit der klebrigen Flüssigkeit, die sie über den Mund ausspeit, befestigt es Baumrinde an seinem Körper. An der Luft erhärtet dieser Klebstoff. Naja. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Ich sehe nichts. Ah, toll.
Och Gott, dieses Kack-Pissvieh. Tschüss. Oh. Tampon wurde besiegt. Was? Ach komm. Ja. Shit. Ja, das ist jetzt dumm. Viel zu hohe Wände. Na gut, dann müssen wir hier wegfliegen. Bleibt nichts anderes übrig, wirklich nicht. Na gut. Ja, ist alles zu hoch, viel zu hoch, viel zu hoch. Vielleicht kommen wir von da rein oder so, ich weiß es nicht, aber von hier nicht. Von hier irgendwie nicht, es gibt keine Tunnel so wirklich, ne? Zumindest keine gefunden, irgendwie, Scheiße. Man kommt wirklich nicht da rein, ne? Ja gut, dann. Doch von hier oder nicht? Guck mal hier, der Berg hier. Können wir da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Moment, doch. Man kann ja von hier, kann man hier reinspringen. Dann müsste man doch da oben entlang können, oder? Das wäre ja voll der Kackweg. Nee, das könnt ihr doch nicht bringen. Nee, das wird nicht funktionieren. Da ist aber eine Höhle. Jetzt, Moment mal, die ist einfach nur ein Nest. Shit. Ja, du, keine Ahnung, ne? Ich glaube, wir können da einfach noch nicht hin. Ich würde sagen, wir fliegen hier hin. Mann, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Ja, heilen. So. Schade, wirklich. Okay, dann schauen wir uns halt einfach das da an, was da schon die ganze Zeit ist. Okay. Gut, auf geht's. Ah, wie ärgerlich. Willst du sie... Was ist denn hier los? Oh, okay. Oh, hier waren wir auch noch nicht wirklich, ne? Oh, da vorne ist eine Höhle auch. Weiß nicht, wo die hinführt. Die Musik mega. Okay, ja, solche Wege werden nicht eingezeichnet auf der Map, das ist Mist. Alter, wo geht's hier hin? Okay. Hä? Okay. Hol sie dir. Gut gemacht. Schnäppke? Ja, wo geht's hier hin? Hä? Sonne, Regen, Schnee, okay. Dann wollen wir mal. Je nachdem, wo man sich im Paldier aufhält, kann das Wetter völlig anders sein. Ach so. Elsa. Hypnomorba, okay. Ich bin ja ein bisschen ratlos gerade in dieser Folge. Ist alles so ein bisschen... Ja, was machen wir jetzt, ne?
Hast du dir was ausgedacht und es funktioniert nicht? Hm. Jo, netter Kampf. Schnudler. Nee, also. Muss nicht sein, ne? Wow. Rennt einfach weg. Hopp. Oh, Moment, wir können ja jetzt hochspringen. Das bedeutet, wir können zu der Psycho-Arena hin. Ja, das machen wir. Komm. Ach, Juwelenkraft. Ein Pokémon. Oh, Nerv. Jetzt geh halt da hoch, um Himmlers Willen. Aber was für... Oh! Lucario! Nicht dein Ernst! Lucario! In einem Terra-Typ! Oh! Oh! Eis? Oh! Wie wundervoll! Lucario! Dunkelklaue. Level 75! Level 75? Ach du Scheiße. Nitro-Ladung. Au, 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 au. Oh Gott. Sowieso sehr effektiv. Oh, das wird ein Kampf. Ich werde es leider nicht fangen können, oder? Eishieb. Oh, was? Was ist das für ein cooles Lucario? Im wahrsten Sinne, haha. Wow. Okay, ich weiß nicht, ob ich es runterkrieg. Lebensschuss, I guess? Oh oh. Oh Gott, das ist so stark. Oh. Nee, tödlich. Oh oh oh, Donnerblitz, I guess. Nein. Was? Hallo, wie viele Attacken kannst du eigentlich? Willst du mich verarschen? Ja, ich sterb hier gerade. Na gut, dann. Delfinator, hä? Huh? Ich sehe schon, mein Team ist eigentlich sauschwach gegen so Eis und so. Voll für den Arsch alles. Düsenhieb, hä? Huh? Okay. Eieieiei. Komm schon. Yes! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hyperball. Komm schon. Ja, das wird jetzt richtig schlecht. Das wird nicht funktionieren einfach. Ja, toll. Also. Also, Hyperball? Ich muss es besiegen, ich komm... Oh, fuck. Na toll. Alles klar, Leute. Ja, da muss ich aber ganz schnell los. Jetzt zählt, wer schneller ist, hä? Okay, ich bin tot. Wahnsinn. Ich bin zum ersten Mal besiegt worden. Und das auch noch von einem wilden Pokémon.
$3000 verliere ich, okay. Ja, geil, Alter. Ja, zum ersten Mal kaputt. Ja gut, es war sowieso eine dumme Folge, ehrlich gesagt. Scheiße. Ja gut, das war Lucario, was mich komplett zerpflückt hat. Tolle Wurst. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, das ist ja fantastisch. Na, da sind wir wenigstens richtig. Oh, das war jetzt wirklich blöd. Das war jetzt wirklich blöd. Na gut, in dem Fall machen wir das. Ja. Ja, wir gehen jetzt straight forward hier hin. Na dann, Leute, was soll ich sagen? Das war eine blöde Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Pokémon Purpur. Tschüssikowski, wa?